Sehr oft in meinem Alltagsleben hält mich Angst davon ab, kleinere und größere Dinge zu tun. Angst zu versagen. Manchmal vielleicht Angst vor Ablehnung. Wie überwindet man diese Angst? You cannot overcome something which does not exist. Etwas, das es nicht gibt, kann man nicht überwinden. Are you in fear? Right now. Hast du jetzt gerade Angst, dass ich vielleicht etwas Verletzendes sagen könnte? Ist das die Angst? Hast du jeden Moment deines Lebens Angst? No. So, wenn du keine Angst hast, dann bleib einfach so. Um Angst zu erzeugen, braucht man enorme Vorstellungskraft. Um ohne Angst zu sein, muss man gar nichts tun. Angst entsteht durch zu große Vorstellungskraft. Du erzeugst Dinge, die nicht wirklich geschehen. Was vielleicht passiert, in deinem Kopf, passiert auf 1000 verschiedene Arten. Und höchstwahrscheinlich geschieht es niemals. All die Dinge, vor denen du bisher Angst hattest, nehmen wir 100 Dinge, vor denen du schon Angst hattest. Wahrscheinlich sind 99% nie passiert, oder nicht? Also geht es bei deiner Angst immer um etwas, das es nicht gibt. Du kannst nicht etwas bekämpfen oder überwinden, das es nicht wirklich gibt. Wir können etwas überwinden, das es gibt. Man kann nichts überwinden, was es nicht gibt. Du musst einfach aufhören, dich darum zu bemühen. Genieße die Angst. Immerhin hast du sie erzeugt. Du magst Horrorfilme. Du sagst zwar nein, aber du produzierst sie. Es ist nur so, dass sie kein Geld einbringen, das ist alles. Angst bedeutet, dass du in Gedanken Horrorfilme produzierst. Niemand will sie sich anschauen. Das ist schlecht für den Produzenten. Aber du produzierst sie. Produziere etwas anderes. Produziere eine Komödie, eine Liebesgeschichte, einen spannenden Thriller. Probiere es aus, heute. Setz dich einfach hin, produziere eine Liebesgeschichte, einen spannenden Thriller, eine Komödie. Erzeuge in Gedanken 5 Minuten Filme in deinem Kopf. Wirklich. Fang an, deinen Kopf anders zu benutzen. Es ist einfach zu einer Gewohnheit geworden. Es ist einfach zu deiner Gewohnheit geworden, die ganze Zeit Horrorfilme zu erzeugen. Du hast genug Horrorfilme gesehen. Sie sind langweilig. Mach etwas anderes. Es ist vielleicht nicht so, dass, wenn du diese Filme erzeugst, solche Dinge in deinem Leben geschehen werden. Vielleicht geschehen sie trotzdem nicht. Aber genieße wenigstens den Film. In Wirklichkeit geschieht es vielleicht nicht. Na und? Genieß wenigstens, was in deinem Kopf passiert, wenn du schon nicht genießen kannst, was in der Welt passiert. Dieses Recht hat jeder Mensch verdient. Ist es nicht so? Auch wenn die Welt nicht freundlich zu ihm ist, sollten wenigstens seine eigenen Gedanken freundlich zu ihm sein und ein paar schöne Filme produzieren. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.